Das ist immer wieder witzig. Hallo, lieber Aufrufer. Es ist heute der 29. Juli, Montag. Und ich habe hier heute viel zu Molat. Ich möchte gerne fortsetzen den geschlossenen in der Reihenfolge Vortrag der Materialien hier aus dem Buch Uwe Ritzer, Olaf Tschibilla. Aber nochmal hier heute kurz, was los war. Es gibt hier also noch eine weitere Rubrik in der Süddeutschen Zeitung von heute. Das ist nämlich hier Beate Merkel, die Justizministerin, Leserbriefe. Süddeutsche Zeitung, Leserbriefredaktion, das sind ja immer ausgewählte Sachen, die auch gekürzt werden, die dann eine kleine Überschrift bekommen, die nicht von den Absendern stammen. Aber hier zum Thema, es zählt der Buchstabe des Gesetzes, nicht der Mensch, der Fall Gustl Molat. Es zählt der Buchstabe des Gesetzes, nicht der Mensch. Da ist was Wahres dran. Der Mensch ist nicht über dem Gesetz, sondern das Gesetz über den Menschen. Und zwar über allen gleich. Und die unabhängige Justiz hat daran überhaupt nichts zu biegen, sondern sie ist der Regelhaftigkeit, der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet. Und hier hat jetzt jemand bei den Leserbriefen volle Argumentation zwei ausgewählt, die nun eine andere Meinung vertreten und die beschimpfen uns, mich, derjenige, der aus eigenen Motiven heraus die Rechtsstaatlichkeit und den Gustl Molat zu unterstützen versuchen, als Mob. Also ich bin Mob. Und da ist natürlich zu fragen, wie kommt er dazu? Hier heißt es also von Albrecht Burger aus München, unabhängig gegen den Mob. Unabhängig davon, ob die Entscheidung sachlich richtig ist oder nicht. Die Regensburger Richter sind zu ihrem Beschluss zu beglückwünschen. Also unabhängig davon, ob ihre Entscheidung richtig ist oder nicht, beglückwünscht er die. Ja, wenn die Entscheidung falsch ist, kann er sie nicht beglückwünschen. Also kann er schon, aber ich meine, er würde dann zum Unrecht beglückwünschen. Die Regensburger Richter sind zu ihrem Beschluss zu beglückwünschen. Sie haben unabhängig gegen den von den Medien aufgeheizten Mob gehandelt. Also ich bin hier die Medien, ich bin auch der Mob, weil ich Molat unterstütze, ich heize mich selbst auf. Ich kann nur sagen, ich habe heute Abend 10 Kilometer Lauf gemacht bei der Wärme, es war nun dringend nötig, aber aufgeheizt als Mob durch die Medien, ein Schwachsinn. Möglicherweise werden sie sogar berufliche Nachteile in Kauf nehmen müssen, denn wenn Justizministerin Beate Merk bereits unmittelbar nach dem Bekanntwerden, also vor dem Lesen, geschweige denn Verstehen des Urteils, eine Beschwerde ankündigt, bedeutet dies, dass es nicht um Recht geht, sondern darum, Recht zu haben. Man fühlt sich leider zurückversetzt in alte Zeiten, in denen Führer und Volk bestimmt haben, was Recht ist. Also hier geht es um Recht oder Unrecht. Nicht um Gustl Molat oder um jeden Bürger, den das treffen kann, sondern hier geht es um die Kontroverse zwischen dem Gericht und der Ministerin Merk. Darum geht es aber wirklich nicht. Dass die Ministerin Merk wirklich keinen Plan hat hier in dieser Geschichte, das ist ja der Grund, weshalb ihr Rücktritt wirklich zu fordern ist. Deshalb ist aber dieses Urteil und auch die Ablehnung der Wiederaufnahme wiederum überhaupt nicht plausibel, also überhaupt nicht im Sinne des Rechts. Und insofern sind diejenigen, die das jetzt hier öffentlich anklagen, ja nicht als Mob abzuwürdigen. Der Herr Albrecht Burger aus München ist ein Wichtigtuer. So weit zu gehen, ihn als Einzelspinner, als Mob zu bezeichnen, ist unnötig, denn Mob ist eine soziologische Erscheinung, die hier in dieser Wichtigtuerei gar nicht so eine große Rolle spielt. Ich setze mal hier meinen Beitrag fort, das ist sinnvoller. Nämlich der HVB-Bericht. Die Bank mit den Schwarzgeldbankern, die Gustl Molat gebeten hatte, aufzuhören mit den Schweinereien, die haben zumindest nun erleiden müssen, dass die Bank intern eine SOKO, eine Revision, eine Tiefenprüfung der Anwürfe des Gustl Molats vorgenommen hat und hat klar herausbekommen, dass man all diesen genannten Leuten schließlich kündigen musste. Auf 3 Seiten des Berichts wird beschrieben, wie Bargeldtransfers jahrelang von Deutschland in die Schweiz angeblich gelaufen sind. Wer? Per Wertpost.
sollen sie unter anderem abgewickelt worden sein. Molat-Verteidiger Strater hält das für absurd. Zitat: Das ist schon deshalb unsinnig, weil diese Wertpostsendungen hätten versichert werden müssen, sagt der Hamburger Anwalt. Die Höhe der Versicherungsprämie hätte jedoch jede Renditeerwartung für das in der Schweiz angelegte Geld auf lange Sicht zunichte gemacht. Außerdem geht der Wertpostversand von Hand zu Hand und jeder, der die Wertpostsendung bis zum Empfänger in der Hand gehabt hat, wird auf dem Wertpostzettel namentlich notiert. Das so Strates nachvollziehbare Bewertung, Zitat, hätte den Zweck der Übung, nämlich möglichst spurenlos den Geldtransfer in die Schweiz zu vollziehen, gerade in Frage gestellt. Mit anderen Worten, die HVB-Revisoren lassen sich von ihren eigenen Leuten mit einer unglaubwürdigen Geschichte zu den Bargeldtransfers abspeisen. Bis 2000 sind Bargeldtransfers in die Schweiz bei vielen deutschen Banken üblich, auch bei der Hypo-Vereinsbank, wie man aus dem Revisionsbericht erfährt. Dann jedoch macht der Bundesgerichtshof am 1. August 2000 klar, Zitat, dass diese Sitte nicht nur eine Unsitte, sondern kriminelles Unrecht ist. Bundesgerichtshof hat hier Strate zitiert. Allein die im Revisionsbericht unbestrittene Tatsache erheblicher Bargeldtransfers von Nürnberg nach Zürich hätte, Zitat, einen unmittelbaren Anfangsverdacht der Steuerhinterziehung begründet. Warum schafft jemand große Mengen Bargeld in ein anderes Land, fragt sich nicht nur Gerhard Strate. Wenn nicht zu dem Zweck, Spuren zu verwischen und die Erträge der dort vorgenommenen Kapitalanlage weiterhin dem deutschen Fiskus vorzuenthalten? Fragezeichen, rhetorische Frage natürlich. Zitat: Was sind die Konsequenzen aus all diesen Erkenntnissen der internen Revisoren? Wie verfährt die HVB mit dem brisanten Dokument? Laut Verteiler geht der vertrauliche Bericht an ein Dutzend Adressaten, zwei davon aus der Bethmann Bank. Denn bereits vor Abschluss der Prüfung hat sich Wolfram K., der Betreuer der prominenten Schwarzgeldkundin zur Bethmann Bank, abgesetzt, womit er nur seinem fristlosen Rauswurf zuvorgekommen sei, wie die HVB-Revisoren vermerken. 10 Adressaten des Sonderrevisionsberichtes sind bei der HVB angestellt, 2 davon sitzen ganz oben in der Spitze des Geldkonzerns, die Vorstände Wolfgang Sprissler und Stefan Jentsch. Jentsch, 1960 in Ludwigshafen geboren, arbeitete unter anderem als Investmentbanker bei Goldman Sachs, ehe er 2001 in den Vorstand der Hypo-Vereinsbank berufen wurde. 2005 wechselte er zur Dresdner Bank und schließlich 2009 als Partner zum Finanzinvestor Perella Weinberg nach London. Anders als sein damaliger Vorstandskollege Sprissler weicht er beim Fall Molat im Nachhinein nicht aus. Ja, er könne sich zumindest noch vage an den Vorgang erinnern, lässt Jentsch Anfang 2013 auf unsere Anfrage hin einen Sprecher mitteilen. Was auch belegt, auf dass er angeblich so wenig konkrete Sonderrevisionsbericht Anfang 2003 tatsächlich in der Spitze der HVB ankam. Mithin also ganz oben ein Thema war. Stefan Jentsch war zur fraglichen Zeit im HVB-Vorstand, 6 Monate lang kommissarisch für die Sparte Retail zuständig, also Verkäufe. Daher, so sein Sprecher, legte die innere Revision ihren Bericht auch ihm vor. Herr Jentsch erinnert sich zwar noch an den Bericht nach rund 10 Jahren, aber verständlicherweise nicht mehr an alle Details. Er habe, so der Sprecher weiter, die vom damaligen Prüfungsleiter vorgeschlagenen disziplinarischen Maßnahmen aber mitgetragen. Seiner Erinnerung nach wurden mehrere der gravierend belasteten Mitarbeiter außerordentlich gekündigt, andere hingegen abgemahnt. Man beachte: Ein Vorstand empfand die Erkenntnisse des Sonderrevisionsberichts als gravierend belastend für einige HVB-Mitarbeiter. Und was sagt Wolfgang Sprissler dazu? Nichts. Er taucht beim Thema Molat völlig ab. Bis heute ist Sprissler bei der Hypo-Vereinsbank in Amt und Würden. Nach seinem Ausscheiden als Vorstandsvorsitzender fungiert er seit 2009 als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Ein mächtiger Mann im Hintergrund also. Mächtig war Sprissler auch 2003, als der Revisionsbericht über die Molat-Vorwürfe vorlag. Trotz mehrmaliger Anfragen hat sich Sprissler bislang zum Fall Molat nicht geäußert. Mehrere Anfragen unsererseits an ihn direkt blieben von ihm unbeantwortet. So bleibt letztlich offen, ob er die Entscheidung traf, den brisanten Revisionsbericht in der Registratur verschwinden zu lassen, denn genau das geschah.
Die HVB trennte sich ebenso diskret wie schnell von Molats Frau und allen anderen im Bericht beschuldigten Mitarbeitern. Gustl Molat wurde über die Ergebnisse der von ihm angestoßenen Sonderprüfung nicht informiert. Heute argumentiert die Bank lapidar, er habe doch automatisch davon Wind bekommen, schließlich habe damals auch seine Frau ihren Arbeitsplatz verloren. Das müsse er doch mitbekommen haben. Gut, danke für den Aufruf. Bitte um die Unterstützung der Petition. Man kann also online Petition Unterstützung Gustl Molat abzeichnen, verstärken, unterstützen und dann gibt es da eine Eingabe sozusagen ans Parlament. Es haben schon 55.000 Leute unterschrieben und das können immer noch mehr werden. Danke für den Aufruf hier. Lichtgeschwindigkeit am 29. Juli 2013 aus Köln.